Ich habe Post bekommen aus Hamburg. Es ist zwar nicht der interessanteste Beschluss, Digga. aber es ist einer von Lichterrechtsanwälte, die die Band Rammstein selbst vertreten, also nicht Lindemann, gegen den Spiegel. Nein, es ist Crosby gegen den Spiegel. Darauf komme ich später noch. Und es geht um diesen angeblichen Streit von zwei Bandmitgliedern. Es waren Lindemann und Kruspe über eine Dame, soll ich ja nicht mehr sagen, Frau. Ja. Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alexander Boos, der Rechtsanwalt aus Mainz. So ist es. Ich habe mich super gefreut über die vielen Zuschriften, Likes, Kommentare und auch Abonnenten. Hat mich wirklich total gefreut. Neues Mikrofon ist bestellt wegen der Störgeräusche, auf die ich hingewiesen wurde. Also das machen wir auch. Und jetzt nutzen wir mal die Zeit und gucken uns den Beschluss an, den ich vom Landgericht Hamburg bekommen habe, wofür ich auch bezahlen muss. Ja. Okay, dann schauen wir mal rein, wie sowas aussieht. Also ihr seht hier Landgericht Hamburg, Beschluss, Rammstein, ist das wohl hier gegen den Spiegel? Nein, es ist Crosby gegen den Spiegel. Darauf komme ich später noch. Und dann wird am 5.7. ohne mündliche Verhandlung wegen Dringlichkeit folgender Beschluss erlassen. Und zwar, und so sieht das Ganze üblicherweise aus. Der Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Verfügung unter Androhung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 Euro. Bis zu ist hier die Betonung. Ja, also das müssen nicht 250.000 Euro sein, sondern beim ersten Verstoß schreibt man das Gericht an, beantragt die Festsetzung eines Ordnungsgeldes. Dann sind das vielleicht mal 5.000, dann 10.000 und so weiter, je nachdem, wie das Gericht das in dieser Sache für richtig halten würde. Und für den Fall, dass dies, also das Ordnungsgeld, nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens 250.000 Euro, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre. Also das bedeutet, wenn Ordnungsgeld nicht bezahlt wird oder auch nicht vollstreckt werden kann, dass dann Haft angeordnet werden kann, habe ich persönlich aber noch nie erlebt. In den Abmahnungen, mit denen ich zu tun hatte, meistens wird da bezahlt. Also wird untersagt, also dem Spiegel ist hier gemeint, zu behaupten, zu verbreiten und/oder verbreiten und/oder behaupten zu lassen. Also Gerichte nehmen es ganz genau. Und zwar erstens, einmal nach einem Konzert in M, das ist wohl München 2019, erinnert sich W, sei es auf der Aftershow-Party zu einem lautstarken Streit zwischen L und K, also Lindemann und Kruspe, wir kennen ja diese Geschichte, gekommen. Sie hätten sich dasselbe Mädchen zum Sex ausgesucht und sich angeschrien, die ungefähr 20-jährige Frau habe verstört gewirkt. Wenn dies erfolgt, wie über, und dann kommt die Homepage, in dem Artikel hier Sex macht Alkohol, was die jungen Frau aus der Row Zero berichten, verbreiteten Berichterstattung vom 9.6. geschehen und aus der Anlage AST1, das ist Antragstellerin 1, zu diesem Beschluss ersichtlich. Beziehungsweise, und das wird auch untersagt, das ist jetzt der gleiche Text wieder, wenn ich das richtig sehe. Nein, hier ist noch das Wörtchen und Gitarrist R.K. eingefügt. Das ist oben nicht der Fall, hier ist nur K. Hier ist wohl vom Gitarristen Kruspe die Rede. Der Rest ist gleichlautend. Wenn dies erfolgt, wie in der Printberichterstattung im Magazin DS, Ausgabe Nummer 24 vom 10.6. Also ist wohl hier zweimal veröffentlicht worden in unterschiedlichen Bereichen und zwar einmal noch mit dem Zusatz und Gitarrist. Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu tragen, das ist klar. Die Kostenfolge ergibt sich aus dem Verhältnis des Obsiegens und Verlierens der Parteien. Hier ist anscheinend wirklich nur beantragt worden, diese Passagen hier dürfen nicht mehr verbreitet werden. Also volle Kostenlast hier bei der Antragsgegnerin, das ist der Spiegel bzw. die entsprechende Verlagsgesellschaft. Streitwert 20.000 Euro. Und aus 20.000 Euro, ich rechne das gerade mal in meinem schlauen Anwaltskostenrechner. Und da sind das für das einstweilige Verfügungsverfahren dann in dem Fall für eine normale Verfahrensgebühr 1.295,43 Euro. Das gleiche dürfte nochmal anfallen für die Abmahnung. Und dann geht es im Folgenden um die Frage, ob eine Abschlusserklärung abgegeben wird. Da würden dann nochmal Anwaltskosten anfallen. Also in diesem Bereich bewegen wir uns. Und die Gerichtsgebühr für so ein Verfahren beträgt, das ist eine 1,5 Gebühr, das sind ungefähr 550 Euro, was auch nochmal draufkommt. Das deckt mit Sicherheit nicht die Anwaltskosten der Kanzlei Lichte hier ab, die Rammstein vertreten haben in diesem Verfahren, sondern ich gehe davon aus, dass sie auch auf Stundenbasis abrechnen, aber diese Kosten kann man dann nicht vom Gegner erstattet bekommen, sondern eben nur die gesetzliche Gebühr, die ich eben genannt habe. Also da geht es um
vielleicht ein paar tausend Euro insgesamt. Wenn das Ganze rechtskräftig ist oder nicht, das Gericht hat mir dazu keinen Hinweis gegeben. Gehen wir mal in die Entscheidungsgründe. Also, die Kammer hat bei der Entscheidung berücksichtigt, fehlt hier wohl, dass im vorliegenden Fall ein dringender Fall im Sinne des 937 Absatz 2 ZBO, dass die Zivilprozessordnung vorliegt und daher auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann. Bla bla bla. Ja, wer lesen kann, ist gerade ein Vorteil. Da hat das Gericht nämlich doch recht. Das heißt nämlich, die Kammer hat bei der Entscheidung, dass im vorliegenden Fall ein dringender Fall im Sinne des 937 ZBO vorliegt und daher auf eine mündliche Verhandlung verzichtet werden kann, von dem den Fachgerichten nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zustehenden weiten Wertungsspielraum Gebrauch gemacht und dabei auch das Gebot des effektiven Rechtsschutzes sowie die hinreichende Zügigkeit der Verfahrensführung durch die Antragstellerseite berücksichtigt. Also, Entschuldigung, alles richtig gemacht. Was für ein komplexer Satz, gefällt mir. Dann wird hier ein bisschen auf die grundsätzliche Rechtsprechung zu dem Thema eingegangen. Der Antrag wurde innerhalb einer Woche nach Erscheinen der streitgegenständlichen Berichterstattung eingereicht und von der Antragstellerseite zügig betrieben. Das ist jetzt ein Hinweis auf die Eilbedürftigkeit, die hier bestand, dass man entsprechend schnell handeln muss als Antragsteller. Das ist hier auch erfolgt. Dann geht es weiter. Dem Antragsteller steht er aus dem Tenor. Der Tenor ist dieses, was ich oben gesagt habe, was jetzt untersagt wurde. Der aus dem Tenor ersichtliche Unterlassungsanspruch gegen die Antragsgegnerin zu, dann kommen hier die Paragraphen 1004, das ist dieser Abwehranspruch analog, 823, da geht es um Rechtsverletzung, Schadensersatz und so weiter, in Verbindung mit, und das ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus dem Grundgesetz. Die angegriffene Berichterstattung verletzt den Antragsteller in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Darum geht es hier bei diesen äußerungsrechtlichen Sachen. Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zulasten von Rammstein. Dann geht es weiter. Es handelt sich um eine rechtswidrige Verdachtsberichterstattung. Die Kammer teilt insoweit nicht die Ansicht des Antragstellers. Das hat wohl Rammstein hier vorgebracht, dass der geschilderte Streit von der Antragsgegnerin als feststehend berichtet wird. Also Verdachtsberichterstattung gegen Behauptung unwahrer Tatsachen. Verdachtsberichterstattung ist noch was anderes, ist dem Ganzen vorgelagert. Licht der Rechtsanwalt ging hier wohl davon aus, dass das Ganze schon endgültig behauptet wird. Das sieht die Kammer anders. Es handelt sich immer noch um Verdachtsberichterstattung. Vielmehr ergibt sich aus dem Gesamtkontext der Berichterstattung, dass dieser in der Berichterstattung geschilderte Sachverhalt von der Antragsgegnerin nur als möglich dargestellt wird. Das scheint sich daraus wohl zu ergeben. Die Antragsgegnerin stellt es mit den angegriffenen Äußerungen als möglich dar, dass die Zeugin W. nach einem Konzert in München 2019 wahrgenommen habe, dass es zu einem lautstarken Streit zwischen dem Antragsteller und Herrn L. gekommen sei. Das ist wohl Herr Lindemann mit gemeint. Bei dem es darum gegangen sei, dass beide sich dasselbe Mädchen zum Sex ausgesucht hätten. Ja, und mir fällt hier gerade noch was auf. Die Kanzlei Lichter hatte doch berichtet, sie vertritt Rammstein, was ja auch stimmt. Es gibt verschiedene Verfahren, auch aus der Vergangenheit, wo Lichter Rechtsanwälte Rammstein vertreten hat. Habe ich hier oben in dem Beschluss steht ja R.K. Also das ist nur Richard Kruspe, der hier den Spiegel verklagt hat. Bin ich fast aufs Glatteis geführt worden, aber noch rechtzeitig gemerkt. Also ihr wisst Bescheid. Richard Kruspe. Machen wir weiter. Dieser Antrag hat aber Erfolg, heißt es weiter, da die Antragsgegnerin die Anforderungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung nicht erfüllt hat. Ich gehe davon aus, jetzt kommt wieder der Mindestbestand an Beweistatsachen. Da kommt es auch schon. Insoweit liegt der erforderliche Mindestbestand, welcher den Öffentlichkeitswert verleiht, hinsichtlich des konkret geschilderten Vorwurfs nicht vor. Unabhängig von der Frage, ob das Vorliegen der eidesstattlichen Versicherung einer einzigen Zeugin, also diese W., beziehungsweise deren gegenüber den Redakteuren der Antragsgegnerin geschilderte Angaben ausreichend sein können, um den von der Berichterstattung transportierten Verdacht zu tragen. Ist davon auszugehen, dass die Zeugin den Sachverhalt gegenüber der Antragsgegnerin im Berichterstattungszeitpunkt nicht, wie dort niedergelegt, geschildert hat. Also das Gericht sagt, was die Zeugin wohl hier gegenüber dem Magazin geschildert hat, ist nicht das, was dort dann berichtet wurde. Und das wird jetzt begründet, die Antragsgegnerin trägt selbst vor, dass die Zeugin W. ihre Angaben von der Berichterstattung, wie in der Anlage AG3, niedergelegt getätigt habe. Wird auf den Schriftsatz verwiesen. Also die Spiegelleute behaupten hier, dass die Zeugin W. das entsprechend gesagt hat. Jetzt sagt das Gericht aber, indes hat die Zeugin ausweislich des Vortrags der Antragsgegnerin ihr gegenüber aber geschildert, in M gab es, also in München, gab es während der Tour 2019 einen Vorfall, bei dem Till Lindemann und Richard Kruspe sich lautstark im Backstage stritten. Beide hatten sich auf der Aftershow-Party offenbar dasselbe Mädchen ausgesucht, um Sex zu haben.
Zitat Ende. Hieraus wird deutlich, sagt das Gericht jetzt, dass die Zeugin den Streit zwischen dem Antragsteller und Herrn L. aus eigener Wahrnehmung schildert, also sie hat einen Streit gesehen, hinsichtlich des Grundes des Streits aber Mutmaßungen anstellt. Man bezieht das hier wohl auf das Wörtchen offenbar, was sich hier wohl aus der Erklärung dieser Zeugin ergibt. Insoweit unterscheidet sich die eidesstattliche Versicherung, welche ja die gegenüber der Antragsgegnerin geschilderte Einlassung der Zeugin abdecken soll, von der Berichterstattung, in der es konkret heißt, das ist jetzt der konkrete Berichterstattung aus dem Spiegel. Einmal nach einem Konzert in München 2019 erinnert sich W., sei es auf der After-After-Show-Party zu einem lautstarken Streit zwischen L und K gekommen, also Lindemann und dem Gitarristen. Sie hätten sich dasselbe Mädchen zum Sex ausgesucht und sich angeschrien. Die ungefähr 20-jährige Frau habe verstört gewirkt. Und dann kommt nochmal der ähnliche Wortlaut, Streit zwischen Lindemann und Gitarrist R.K. gekommen. Das ist ja das, was sich aus dem Tenor ergibt. Sie hätten sich dasselbe Mädchen zum Sex ausgesucht und sich angeschrien. Die ungefähr 20-jährige Frau habe verstört gewirkt. Der schlaue juristische Leser merkt jetzt schon, dass hier ein bestimmtes Wörtchen fehlt, wenn man nämlich oben in die Schilderung der Zeugin reinkommt, dann heißt es nämlich dort, beide hatten sich auf der After-After-Show-Party offenbar dasselbe Mädchen ausgesucht. Und hier fehlt dann dieses offenbar. Hier heißt es nämlich nur, sie hätten sich dasselbe Mädchen zum Sex ausgesucht. Das ist ein Unterschied. Es ist zwar ein kleiner Unterschied, aber er ist wichtig. Das Verständnis, das ein unvoreingenommener und verständiger Durchschnittsleser der Berichterstattung entnimmt, ist, dass die Zeugin W. sowohl den Streit selbst als auch dessen Grund selbst wahrgenommen hat. Das sehe ich auch so, das würde ich schon so verstehen, dass die das dann mitbekommen hat, wenn ich das so lesen würde. Dafür fand sich bereits im Berichterstattungszeitpunkt in der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung keine ausreichende Grundlage, da die Zeugin in dieser eidesstattlichen Versicherung ist gemeint, offenlegt, dass der Grund des Streits nicht auf einer sicheren Kenntnis beruht, durch das Wörtchen offenbar. Also ihr seht, wie genau man hier reinschauen muss und wie genau die Richter hier auch nachprüfen. Jedes Wörtchen wird da auf die Goldwaage belegt und gerade in der letzten Zeit wird ja viel im Konjunktiv berichtet, könnte, mutmaßlich, offenbar, vermeintlich und so weiter, mache ich ja selbst auch. Schon aus diesem Grund durfte die Antragsgegnerin nicht wie geschehen berichten, da für den in der Berichterstattung transportierten Verdachtsmoment keine ausreichende Tatsachengrundlage vorlag. Also es lag tatsächlich an diesem einen Wörtchen offenbar, was sich wohl in der eidesstattlichen Versicherung findet. Dass die Antragsgegnerin aufgrund der Verwendung des Wortes offenbar durch die Zeugin Anlass gehabt hätte, weiter zu recherchieren, bestätigt sich durch den Inhalt der in diesem Verfahren eingereichten Anlage. Antragsgegner 0. Aus dieser wird ersichtlich, dass die Zeugin den Grund des Streits nicht aus eigener Wahrnehmung, sondern nur vom Hörensagen kennt. Vor dem Hintergrund, dass sowohl der Antragsteller als auch der Zeuge S. von H., das weiß jetzt nicht, wer das ist, bereits den geschilderten lautstarken Streit in Abrede nehmen und sich aus der Anlage AG 0, also Antragsgegner 0, ergibt, dass die Schilderung der Zeugin zu dem Grund des Streits nicht auf eigener Wahrnehmung beruht, kann auch im jetzigen Zeitpunkt nicht von dem für eine zulässige Berichterstattung erforderlichen Mindestbestand an Beweistatsachen ausgegangen werden, sodass der in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aufgrund der dargelegten rechtswidrigen Erstberichterstattung weiterhin besteht. Nebenentscheidungen folgen aus ZPO und Gerichtskostengesetz, das ist die Kostenfolge dieses Beschlusses, Rechtsfallsbelehrung, Widerspruch ist hier möglich, nicht an eine Frist gebunden und zu erheben beim Landgericht Hamburg. Wer dieser Zeuge hier ist, S von H, SVH, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Also von daher die Entscheidung eindeutig ergangen mit der entsprechenden Kostenfolge. Ging tatsächlich nur um diesen Sachverhalt. Ich hatte gemutmaßt, dass man hier mehr verboten haben wollte, aber es ist wohl tatsächlich das Einzige, dieser Streit zwischen Lindemann und Kruspe, verbunden mit dieser angeblichen Vermutung, es wäre hier um ein Mädchen gegangen. Das Ganze untersagt rechtskräftig, glaube ich mal wieder nicht, weiß ich aber nicht. Von daher könnt ihr mal sehen, wie so ein Beschluss aussieht. Wir warten jetzt auf den gegen Kayla Scheiks, der andere gegen den Spiegel von Lindemann. Der liegt ja inzwischen vor, den habe ich zwar auch angefordert und werde ihn auch bekommen und bezahlen, aber er ist ja mittlerweile vom Spiegel auch schon veröffentlicht worden. Insoweit werden wir uns auch damit noch befassen. Der ist aber recht lang und umfangreich. Da brauchen wir dann ein bisschen mehr Zeit. Soweit. Also hier Beschluss Rammstein gegen den Spiegel vom nur Richard Kruspe. Digga. Wann war's? 5.7.2023.
in Sachen Streit zwischen Lindemann und Kruspe. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten fleißig abonnieren, Glocke und so weiter. Und ich danke vielmals auch für das Teilen meiner Videos und das tolle Feedback. Macht mir wirklich großen Spaß. Und wir werden uns weiter mit dieser Thematik befassen. Aber verspreche euch auch mit anderen Dingen, wenn mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber im Moment sind noch ein paar Sachen in der Pipeline. Also, ich wünsche euch was, einen schönen Tag und bis dann.